Knapp 60.000 Messdienerinnen und Messdiener aus der ganzen Welt versammelten sich am Dienstagabend auf und um den Petersplatz, um Papst Franziskus zu treffen. Es ist jetzt 3:30, um 18 Uhr beginnt die Papstaudienz. Und ich bin gespannt, ob alle Messdiener pünktlich hier ankommen. Denn im Moment ist noch niemand auf dem Petersplatz. Alle müssen erst durch die Sicherheitskontrollen. Ich habe selbst schon eine Stunde gebraucht, bis zum Pressebereich zu gelangen. Ich bin gespannt, wie das Ganze von oben aussieht, denn es füllt sich der Petersplatz. Es ist sehr heiß, die Feuerwehr spritzt schon Wasser. Also heute soll ja wohl der heißeste Tag im Jahr sein. Ob das auch für Rom geht, wird man dann noch sehen. Aber ich hoffe, die haben da oben Wasser. Und ja, ich bin gespannt auf den Blick. Die Sicherheitskontrollen passiert, wussten die Messdienerinnen und Messdiener auch auf dem Petersplatz, wie sie der Hitze am besten entgegenwirken können. Ganz wunderbare Atmosphäre. Alles bunt, von oben sieht man das natürlich ganz anders nochmal. Aber auch unten, also die Messdiener waren am Tanzen, am Singen und das Vorprogramm ist super. Wir warten jetzt gespannt auf Papst Franziskus, denn in einer knappen Stunde kommt er auch schon. Für viele Jugendliche war das Treffen mit Papst Franziskus der Höhepunkt der Ministrantenwallfahrt schlechthin. Sie sind gerührt, dass sie ihm so nah sein durften. Es ist auch immer toll, wenn der Papst dann vorbeifährt und man diese Nähe zu ihm spürt und wenn er dann vorbeifährt. Und dieses Feeling, was man allgemein mit den Leuten, die da rumstehen, dann zusammen hat, dieses Freundschaftsgefühl. Ich fand das auch hier sehr toll. Die Umgebung ist der Hammer, Stimmung war absolut geil. Und ich fand es echt schön, dass der Papst auch an uns vorbeigefahren ist und dass man dann schon fast eine Verbindung mit ihm hatte. Es war eine tolle Atmosphäre, das erlebt man nicht jeden Tag. Wir grüßen unseren Pfarrer Matthias Kaminski. Ich hatte Glück, denn eine Messdienergruppe habe ich tatsächlich noch getroffen aus dem Eichsfeld. Aber der Rest ist verschollen. Sind wahrscheinlich schon alle unterwegs mit der U-Bahn ins Hotel. Und ich hoffe, dass nicht alle dieselbe U-Bahn nehmen, denn ich muss ja auch noch zurück.